Mittlerweile gibt es viele Bücher dazu. Man nennt es mittlerweile Affirmationen. Ich nenne es Powerfragen. Ein paar schlaue Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass unser Verstand, der ja alles aufsaugt und wie ein Beamter im Kopf verwaltet, im Gehirn, sozusagen im Büro, Kopf, Ordner anlegt. Geld stinkt. Ich bin immer arm und bleibe es auch. Mit Kunst verdient man kein Geld. Nur schöne Menschen werden akzeptiert. Man muss alles richtig machen im Leben, damit man akzeptiert wird. Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein und, und. Dafür gibt es ganz viele Ordner. Die Affirmation klebt nur ein neues Label auf den dicken Ordner. Das heißt aber nicht, dass sich der Inhalt ändert. Die Wissenschaftler haben aber festgestellt, dass unser Verstand mit einfachen Sätzen nicht zurechtkommt. Wenn ich also glaube, ich muss immer arm sein und mir dann 100-mal am Tag sage, ich bin reich. Das kann ich tun, aber das ist verschwendete Energie. Denn in dem dicken Ordner in Bezug auf Mangel und Geld steckt bei mir, das steckt T, muss ich sagen, so viel Zeug drin, das nicht weg war in meinem Kopf, in meinem kompletten System. Das war in allen Winkeln verankert, in jeder Zelle. Was also spült es raus? Es sind die Powerfragen, es sind die Affirmationen. Der Verstand arbeitet nicht mit Sätzen, sondern mit Fragen. Und wenn du dich mal beobachtest, ich hoffe nach diesem Video in den nächsten Tagen, mal ganz bewusst, und du spürst so einen Glaubenssatz hochkommen, dann kannst du dich am allerbesten erwischen mit Selbstbeschimpfungen. Warum schaffe ich das wieder nicht? Warum verdiene ich mit dem, was ich liebe, bloß nie Geld? Warum bin ich so arm? Warum ist nie genug Geld da? Warum bin ich so doof dazu? Das beten wir uns gebetsmühlenartig die ganze Zeit vor. Das sind diese permanenten Selbstbeschimpfungen, die nur wiederholen, was wir als Kinder gelernt haben und auch später noch. Ich habe mir ja vor fast einem Jahr geschworen, mich nie wieder selbst zu beschimpfen. Und das war fantastisch, denn ich habe ab dem Punkt auch aufgehört damit. Großartig. Und ich möchte dir mit diesem Video dabei helfen, auch damit aufzuhören. Das ist eine Entscheidung. Du kannst dich jetzt entscheiden, dich ab sofort nie wieder selbst zu beschimpfen. Das ist die größte Energieverschwendung überhaupt, denn es drückt die Glaubenssätze, diese blockierenden, verstopfenden, destruktiven Glaubenssätze nun noch viel, viel tiefer in dein System hinein. Ja, es stopft die quasi noch tiefer in alle Poren. Also hör auf, dich selbst zu beschimpfen und beobachte dich dabei, womit du dich selber beschimpfst, denn das sind deine speziellen Glaubenssätze. Kauf dir dafür vielleicht sogar extra ein Büchlein, ein schönes, kostbares Notizbüchlein, in dem du in den nächsten Tagen aufschreibst, womit du dich immer selber fertig machst. Und du wirst dich vielleicht sogar erinnern, wann das angefangen hat oder jedenfalls, wie es in deinem Leben aufgetreten ist. Manchmal kommen tatsächlich bei den Menschen die Erinnerungen hoch, wie es angefangen hat. Ja? Also ich weiß noch, dass ich von ganz klein auf immer gesagt habe, ich bin Künstlerin. Und jedes Mal dann der Block kam, nein, das machst du nicht, mit Kunst verdient man kein Geld. Mach was anderes, mach was Ordentliches, was Anständiges. Oh Gott. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann bin ich nach und nach all die Sätze durchgegangen und habe daraus Powerfragen gemacht. Was sind jetzt also Powerfragen? Nehmen wir nochmal das Beispiel. Ich bin immer arm und werde es immer bleiben. Affirmation würde heißen, ich bin reich. Werde vielleicht sogar immer reicher. Mein Ego sagt, du hast einen Knall. Denn mein Ego will ja keine Veränderung. Das ist der Punkt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also, die Affirmation, die Powerfrage würde heißen, warum bin ich so reich? In meinem Kopf gehen da schon ganz viele Intentionen los, ganz viele Inspirationen. Ich visualisiere sofort, warum bin ich so reich? Reichtum hat auch natürlich in dieser Zeit etwas mit Geld zu tun, aber nicht nur. Ja?
Es hat was mit Gesundheit, Freude, Glück zu tun. Mit Freude an dem Ort zu sein, wo man gerade ist. Mit Freude an den Menschen, die einen umgeben. Wow, mit Freude Freunde haben. Reich sein kann so vieles sein. Und wir begrenzen uns so sehr auf Geld. De facto habe ich kein Geld auf der Bank, aber ich bin total reich. Ich bin auch nicht pleite. Denn seitdem ich das bearbeitet habe, habe ich immer mehr Geld zur Verfügung, kann immer schönere Sachen machen, kann meinen Schmuck gestalten, kann neue Bilder malen, noch größere Bilder malen, kann auch viele andere tolle Sachen machen, nämlich ständig Videos aufnehmen. Ich bin so im Überfluss. Es fließt über. Es ist viel mehr da als früher und ich bin extrem anspruchslos. Dadurch sehr, sehr schnell und sehr leicht glücklich. Es ist großartig. Und ich weiß, da geht noch viel mehr. Wenn ich vielleicht heute noch nicht reich bin, vielleicht bin ich es nächstes Jahr. Also das, was man gemeinhin reich nennt. Zurück zu den Powerfragen. Warum bin ich so reich? Anfangs hat das noch geklemmt, weil auch da immer noch mein Ego gegriffen hat. Also das Ego mag keine Veränderung. Das Ego möchte Sicherheit. Wenn wir also daran gewöhnt sind, dass unser Lebensstrom nicht fließt, dann ist das normal. Und das Ego will den Normalzustand erhalten, daran hat es sich gewöhnt. Das ist gefühlt sicher. Nicht schön, aber sicher. Wenn ich Sonja, also das Treibholz, aus meinem Fluss rauspuzzle, Stück für Stück, und mein Lebensstrom, mein Fluss, in Fluss kommt, fühlt sich das für mein Ego nach Bedrohung an. Oh mein Gott, das geht doch nicht. Wer weiß, was passiert? Dann habe ich ja auch noch gelernt, reiche Menschen sind böse. Dann denkt mein Ego sofort oder flößt es mir ein, oh Gott, wenn du jetzt reich wirst, dann bist du böse. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Und zack, ist das nächste Treibholz wieder im Fluss. Das Ego will Sicherheit. Deshalb gilt es, das Ego mit ins Boot zu holen. In das Bötchen auf dem Lebensfluss. Und das bedeutet, dem Ego immer wieder zu erlauben, wie ein kleines Kind dabei zu sein in dem Prozess. Lass das Ego zuschauen. Deshalb hol dir einen schönen Stift, ein schönes Buch und schreib das alles auf mit Liebe und Hingabe. Denn alles, was du gelernt hast, hat dich ja zu dem gemacht, der, die du bist. Und das ist toll. Du bist toll, wie du bist. Wenn du aber dein Leben noch mehr verändern möchtest, noch dich noch mehr ausdehnen willst, mehr du selbst sein willst, nimm dein Ego mit und sag, liebes Ego, ich weiß, wir haben das anders kennengelernt, wir haben das 20, 30, 40, 50 Jahre gelebt oder noch länger und jetzt geht's los. Jetzt geht ein neues Zeitalter los. Jetzt kommt mein Erwachen, jetzt kommt mein Erblühen, jetzt kommt mein Leuchten und ich möchte, dass du dabei bist. Lass uns zusammen mit unserem Bürokraten im Kopf die Ordner aus dem Regal rausholen, den alten Müll entrümpeln. Mach zusammen ein schönes Feuer. Schreib dir die verschiedenen Glaubenssätze, die dich blockieren, auf jeden auf einen kleinen Zettel und mach ein schönes Feuer. Ja, eine schöne Schale oder jetzt im Winter ist es nicht so tragisch, also im Sommer bitte aufpassen mit dem Feuer machen. Also irgendwo, wo ihr nichts in Brand steckt. Aber verbrenn es, verbrenn die alten Glaubenssätze und dann stell dir wirklich vor, dass du das komplette Büro im Kopf entrümpelst und schöne, neue, goldene Ordner reinstellst. Und in jeden Ordner kommen jetzt die Powerfragen zum Thema Reichtum, zum Beispiel. Warum habe ich es verdient, reich zu sein? Nö. Ist was ganz anderes, hat einen ganz anderen Schnack. Nö. Viele Menschen haben einen so geringen Selbstwert und dazu gehörte ich auch, dass sie nicht glauben, dass sie irgendetwas Gutes im Leben verdient haben. Und deshalb ist eine mit "Warum habe ich es verdient?" formulierte Frage ein guter Schritt in diese Technik hinein. Warum habe ich es verdient, glücklich zu sein? Also ich persönlich hatte ein so unglückliches Leben, deshalb war ich ja auch so depressiv. Ich habe nicht das tun können, was ich wollte. Ich habe auch keinen Weg gefunden, wie ich das lösen konnte. Also habe ich geglaubt,
Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Ich habe geglaubt, ich bin mein Leben lang dazu verdonnert, unglücklich zu sein. Und so fühlte es sich über 30 Jahre auch an. Ich habe auch gedacht, ich müsste mal krank sein. Ja? Warum habe ich es also verdient, glücklich zu sein? Warum habe ich es verdient, gesund zu sein? Warum habe ich es verdient, reich zu sein, im Überfluss zu sein? Es sind positiv formulierte Fragen, die am besten mit den klassischen Sesamstraße-Worten anfangen. Wieso, weshalb, warum? Ja, die einen lieben warum, die anderen lieben weshalb, die anderen wieso. Ist egal. Nimm das, was dir am besten gefällt. Vielleicht mischst du es auch. Denn ich schwöre dir, da sind so viele kleine und große Glaubenssätze, die du finden kannst. Und das ist so ein geniales Gefühl. Dann schreibst du diesen Satz auf und formulierst ihn um. Du kannst zum Beispiel eben, warum habe ich es verdient, was auch immer zu sein, was du möchtest, ja? Warum ist es so schön, reich zu sein, glücklich zu sein, gesund zu sein? Das sind so Starterfragen, Anfängerfragen. Ja? Und dann kommst du langsam in den Move. Ja, du merkst, oh wow, so funktioniert das. Und du schreibst auf und schreibst auf und schreibst auf. Und dann formulierst du die Fragen, die Powerfragen, die neuen für die goldenen Ordner da oben im Regal. So schön und so positiv wie möglich, dass du im Kreis grinst, dass du gar nicht anders kannst, als diese Fragen jeden Tag mindestens dreimal zu lesen. Drei ist die magische Zahl. Dreimal am Tag die Fragen lesen, die positiv formulierten Fragen, die dich glücklich machen, die dich auf die Fährte bringen. Mindestens 3 bis 4 Wochen lang, jeden Tag mindestens dreimal lesen. Dann kannst du, wenn du diese Fragen herausgefunden hast, die dich glücklich machen, die dir gefallen, die dir Freude machen, in deinen Büchern, vorne steht ja, was dir nicht gefallen hat, also was da so in dir tobt, was dich blockiert, dann hast du ausgetüftelt, was für positive Powerfragen du daraus machen kannst und dann kannst du eine Liste machen. Lass dir ruhig ein paar Seiten frei mit jeder tollen Powerfrage. Positiv formuliert im Jetzt. Warum bin ich jetzt so glücklich? Warum bin ich jetzt so reich? Das ist wichtig. Nicht, warum bin ich irgendwann mal reich? Irgendwann kommt nie. Und bitte kein Nicht oder Nein mit einbringen, also die verneinenden Worte. Denn das Universum hört kein Nein. Also nicht, warum bin ich nicht mehr arm? Funktioniert nicht. Warum bin ich reich? Warum bin ich so gerne reich? Warum bin ich so gerne gesund? Dann schreibst du dir die positiv formulierten Fragen untereinander. Immer wenn dir eine neue einfällt. Und das ist wie eine Schatzsuche. Es ist so schön. Es ist so genial. Es macht so viel Spaß. Wenn du dann ein paar Powerfragen gefunden hast, lass ein paar Seiten frei, damit du Platz hast für die neuen Powerfragen. Und dann schreibst du jede einzelne Powerfrage auf eine eigene Seite oben hin. Jede Powerfrage auf eine eigene Seite. Dann kannst du 3-mal am Tag die Liste mit den Powerfragen lesen, denn dein Verstand findet Antworten. Die hat er dein Leben lang auf die anderen, die blockierenden Glaubenssätze gefunden. Und jetzt geht er auf die Suche nach neuen Antworten, auf die neuen Fragen. Nicht mehr, warum bin ich so arm, sondern warum bin ich so reich? Er wird tun, was er immer getan hat. Er wird Antworten finden. Du brauchst es also nur zu lesen. Du kannst dir diese Liste auch riesig fett an den Kühlschrank hängen oder ins Bad oder an den Schreibtisch, damit du es immer siehst. Fotografiere sie dir, damit du sie im Hintergrund auf deinem Handy hast. Lies dir die Fragen, wo auch immer du bist, so oft wie möglich am Tag durch, damit du ein Gefühl für die neue Energie bekommst. Und einmal am Tag, am schönsten ist es natürlich abends, wenn du ein bisschen freie Zeit hast oder wenn du, keine Ahnung, in der Bahn sitzt und sowieso nichts anderes zu tun hast, nimm dein Power-Fragen-Büchlein mit, dein Notizbüchlein und schreib Antworten rein. Wenn es geht, einmal am Tag auf jede Power-Frage eine Antwort oder mehr, gerne auch mehr. Und du wirst merken, plötzlich wäscht sich der Sand aus dem Getriebe. Plötzlich spürst du, wie du
aus dieser Starre in Bewegung kommst und plötzlich bewegt sich der Motor deines Lebens neu. Du hast das Treibholz aus dem Fluss gepflückt und plötzlich ist es nicht mehr gestaut, diese Energie, sondern sie fängt an zu fließen. Lass dir Zeit. 3 bis 4 Wochen braucht unser Gehirn, um sich neu zu programmieren. Das heißt aber, es jeden Tag zu tun. Das hat die NASA festgestellt. Ein Tag unterbrochen, vergessen, was auch immer, fängt man wieder von vorne an. Aber ich schwöre dir, du wirst so viel Spaß daran haben, dass du es freiwillig länger machst. Weil es so genial ist. Du wirst merken, dein Feld öffnet sich. Als wärst du die ganze Zeit so durchs Leben gelaufen. Plötzlich öffnet sich dein Horizont. Du siehst Möglichkeiten, die du vorher nie gesehen hast. Für mich war es so, ich habe plötzlich das Leben mit offenen Armen eingeladen. Habe gesagt, okay, ich darf glücklich sein. Wow, ich darf auch Geld verdienen. Wie cool ist das denn? Ja, ich habe mir eine eigene Dose gemacht. Ich hatte nie eine Spardose, weil das gar keinen Sinn hatte. Ich habe viel mehr ausgegeben, als ich jemals verdienen konnte. Es war gar kein Geld da, um es zu sparen. Und jetzt habe ich eine Dose, in der ich auch ein bisschen sparen kann. Und das ist wunderschön. Das Gefühl alleine, das zu sehen. Die Dose wird nie leer, die wird immer voller. Und das ist einfach mein Getriebe, das in Gang gekommen ist. Mein Fluss, der sich befreit hat. Und jetzt darf er strömen und fließen. Ich darf mit Kunst mein Geld verdienen. Ich darf mit Seminaren mein Geld verdienen. Ich habe es immer geliebt, Menschen zu unterstützen, zu beraten, ihnen zur Seite zu stehen. Und ich darf alles tun, was ich liebe. Ich darf Schmuck entwerfen. Ich darf in Spanien leben, wo die Sonne so oft wie möglich scheint. Also viel öfter als in Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich darf glücklich sein. Ich darf so leben, wie ich leben will. Das ist wundervoll. Und das weiß ich ganz genau, kann jeder Mensch. Du kannst dir natürlich das Frag dich glücklich Buch besorgen. Wie gesagt, das sind, glaube ich, 6-7 Euro, die es im Moment kostet. Lies es dir durch, es ist super einfach. Es gibt ein ganz tolles Kartenset dazu. Ich hätte es eigentlich jetzt zeigen können, habe ich verpasst, aber ich verlinke es auch. Und ein super, super Kartenset mit Fotos, die ich gemacht habe, mit tollen Glaubensfragen, mit Powerfragen, die ich mit Serranus zusammen entwickelt habe und auch mit ein paar Antworten als Beispiele. Und ich möchte einfach, dass jeder Mensch glücklich ist. Ordne dein Gehirn neu. Raus mit den alten Dingern, verbrenn die alten Ordner, stell neue goldene Ordner in dein Gehirn und sammel positive Antworten auf deine persönlichen Glaubenssätze. Dadurch stärkst du dich. Du kannst deine Lebensphilosophie endlich leben, so wie du immer leben wolltest. Und ich bin sicher, wenn du merkst, dass deine Energie wieder in Fluss kommt, dass die ganzen Viren von deinem Computer weggespült sind, dass deine Programme richtig laufen können, die positiven, deine Basisprogramme, ja, beim Computer als Basisprogramme, und wenn die voller Viren sind, dann funktioniert nichts, dann geht das Ding gar nicht erst an. Und so laufen die meisten Menschen rum. Sie laufen nicht wirklich auf vollen Touren, wie sie könnten, nach ihrer eigenen Energie, nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Deshalb haben so viele Menschen auf die Frage, was macht dich wirklich glücklich, überhaupt keine Antwort. Diese Powerfragen können dir helfen. Ein paar Ideen findest du auch unter www.powerfragen.de, verlinke ich auch unten den Link. Und schau dir auch nochmal das Video zur Manifestation an. Diese beiden Videos, Manifestation und Glaubenssätze, werden dir helfen, dein Leben auf eine neue Basis zu bringen. Und wenn du dann gestärkt bist, dann können wir gemeinsam eine neue Zukunft formen. So wie ich es in all meinen anderen Videos auch immer wieder unterstütze. Wir sind der Weg. Wenn wir glücklich, zufrieden sind, wenn wir stabil sind, wenn wir uns lieben. Eine schöne Powerfrage. Warum bin ich so toll? Warum bin ich so liebenswert? Kannst du dir direkt notieren. Allein darüber zu philosophieren, bringt dich um Längen weiter. Und wenn wir alle glücklich sind, das tun, was wir lieben, mit Erfolg. Warum bin ich so erfolgreich? Dann kreieren wir eine neue Welt. Dafür wirke und arbeite ich seit über 2 Jahrzehnten. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du dich so inspiriert fühlst, dass du loslegst. Dir zuliebe, es ist dein Geschenk an dich, an dein Leben.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, motiviere mich weiter. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich, drück die Glocke, damit du siehst, wenn ich ein neues motivierendes, inspirierendes Video online stelle. Und diejenigen, die mit Mangel überhaupt kein Thema haben, die in der Fülle und im Überfluss sind, können mir sehr gerne auch eine Spende überweisen. Ich bin offen dafür und seitdem fließt auch das, weil ich es verdient habe, mit dem, was ich euch schenke, auch wieder einen Energierückfluss zu bekommen, damit die Energie in Fluss bleibt und ich bin noch motivierter, solche Videos online zu stellen. Wenn ihr noch andere Themen habt, die euch interessieren, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde immer wieder auf meiner Community-Seite, auf meinem YouTube-Kanal, findet ihr übrigens oben, ganz klein geschrieben, Community, da schreibe ich immer wieder ein paar neue Inspirationen rein. Ihr findet mich natürlich auch bei Facebook, Instagram und Telegram. Schreibt mir, was ich noch für euch tun kann. Ich werde tun, was ich kann. In diesem Sinne, ganz viel Liebe, ganz viel Spaß beim Herausfinden deiner Glaubenssätze und alles, alles Gute für dich. Deine Sonja Ariel von Staden aus Mallorca. Ciao.